Oscars 2018. Alle glücklichen Sieger auf einen Blick. Es war rundum gelungener Abend. Beinahe alle Größen der Branche gaben sich die Ehre und erschienen im Dolby Theater in Hollywood, um bei der Verleihung der begehrten Oscar-Trophäe dabei zu sein. Zusammen feierte man die größten Leistungen des vergangenen Jahres. Anstatt in einheitlichem Schwarz überraschten die Damen mit bunten und verspielten Kleidern. In Anbetracht der Vorjahresspanne war der Abend besonders reibungslos. Moderator Jimmy Kimmel, 50, überzeugte mit Humor, Charme und auch mit dem richtigen Feingefühl, mit der Metoo-Debatte umzugehen. Den emotionalen Höhepunkt setzte Oscar-Gewinnerin, 60, als sie sich in ihrer Dankesrede für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmindustrie stark machte. Bester Animationsfilm, Coco, Lebendiger als das Leben, Dalaka. Anderson und Lay Unkrich, bester animierter Kurzfilm, Der Basketball, Glen Keane und Kobe Bryant, bester Kurzfilm, The Silent Killed, Chris Overton und Rachel Chanton, bester Dokumentarfilm, Icarus Brennvogel, Don Kogan, bester Dokumentar-Kurzfilm, Traffic Stop, Kate Davis und David Heilbronner, bester fremdsprachiger Film, Eine fantastische Frau, Kiele, Regie, Sebastian mit Akut en Lelio. Das ist die komplette Liste aller Gewinner. Bester Film, Das Flüstern des Wassers, 53, beste Regie, Das Flüstern des Wassers, bester Hauptdarsteller, Gary Oldman, 59, Die dunkelste Stunde, beste Hauptdarstellerin, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, bester Nebendarsteller, 49, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, beste Nebendarstellerin, 58, Tonya, bestes Make-up und beste Frisuren, Die dunkelste Stunde, Katsuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucky Sibik, bester Schnitt, Dunkirk, Les Mis, bester Ton, Dunkirk, Mark Weingarten, Greg Landacker, A. Rizzo, bester Tonschnitt, Dunkirk, Alex Gibson, Richard King, beste visuelle Effekte, Blade Runner 2049, Jon Nielon, Git Nefzer, Paul Lambert und Richard R. Hover, bestes adaptiertes Drehbuch, Ruf mich bei deinem Namen, James Ivory, bestes Originaldrehbuch, Get Out, Jordan Peele, beste Kamera, Blade Runner 2049, Roger Deakins, bestes Szenenbild, Das Flüstern des Wassers, Paul Denham aus Sudbury, Zane Vier und Jeffrey A. Melvin, bestes Kostümdesign, Am seidenen Faden, Mark Bridges, beste Filmmusik, Das Flüstern des Wassers, Alexandre Desplat, bester Filmsong, Remember Me aus Coco, Lebendiger als das Leben, Kristen Andersson, Lopez und Robert Lopez.